Für viele Patientinnen stellt es eine Überwindung dar, das erste Mal eine Lippenaufspritzung oder eine Lippenunterspritzung durchzuführen. Und vor allem, wenn man natürliche oder schöne Ergebnisse haben möchte, sollte man hier, denke ich, nicht an der falschen Stelle sparen und dann entsprechend ein harmonisches und vor allem ein attraktives Ergebnis hier erwarten dürfen. Und so ein Beispiel kann ich hier auch zeigen, dass man dann am Ende auch sehr zufrieden nach Hause geht.